Das G36 ist eine der langersehntesten Waffen der deutschen Escape from Tarkov-Kategorie. Und das natürlich auch mit gutem Grund. Eine 5.56er-Waffe mit 750er Kadenz ist eine wunderbare Waffe, die so diesen Mittelweg zwischen M4 und DTM-DR trifft. Gerade jetzt, da das 5.56er-Kaliber nochmal gebufft wurde vom Recoil und auch von den Munitionstypen her, muss man sagen, G36 ist echt viable aktuell in Escape from Tarkov. In dem Video zeige ich einmal drei unterschiedliche Builds mit den Grund-Basic-Informationen, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Die Builds variieren hier von einem Meta-Build zu einem Budget-Build von 140.000 Rubel inklusive Waffe, das ist der wichtige Punkt, inklusive Waffe, bis hin zu 200 bis 210.000 Rubel, unterschiedlich natürlich von Tag zu Tag, wie der Flea Market an dem Tag ist und natürlich auch, wie weit ihr eure Händler ausgebaut habt. Was die Munition fürs G36 angeht, ist natürlich die 855A1 eine der populärsten Munitionstypen. Allerdings, gerade am Anfang des Wipe, könnt ihr definitiv auch noch mit der 856A1 durchstarten. 856A1 durch die erhöhte Kadenz der 750er Feuerrate macht das Ganze auf jeden Fall wieder weg und ihr könnt auch noch durch eine 4er und auch noch definitiv durch eine 5er irgendwann dann durchgehen. Klar, ihr braucht vielleicht ein, zwei Kugeln mehr, aber die erhöhte Kadenz macht das weg im Vergleich zur DTM-DR. Hier haben wir einmal den Budget-Build vom G36. Was hier wichtig ist, guckt, dass ihr euch auf jeden Fall eine G36 auf dem Flea Market holt mit 100 von 100 Durability. Denn das G36 wird dort aktuell deutlich günstiger gehandelt als tatsächlich vom Händlern. Das heißt, ihr kriegt die Waffe meistens zwischen 45.000 und 50.000 Rubel. Und deswegen bleiben wir hier auch beim langen Lauf. Wir haben hier Werte von 55 Recoil, was sich ein bisschen steil anhört. Allerdings könnt ihr das auch ohne Probleme wieder wegmachen, indem ihr euch wirklich durch die Feuerrate dann auch direkt hinhockt. Die Feuerrate reduziert das Ganze, das heißt, ihr müsst nicht die krassesten Recoil-Werte wie zum Beispiel bei einer M4 hinkriegen. Deswegen im Budget-Bereich, so wie ihr euch auf diese Waffe einlasst, geht das Ding auf jeden Fall ganz gut. Hier haben wir einmal den Full Recoil Mod dann an der Stelle. Tatsächlich bei 46 Recoil. Das Ding ist allerdings halt auch wirklich ein absoluter Laser, so wie ihr in der Hocke seid. Auf jeden Fall mal austesten, liegen hier bei ca. 200.000 Rubel. Das Gameplay, was ihr jetzt auch gleich sehen werdet von der G36, ist tatsächlich auch an erster Linie wirklich mit dem Full Recoil Mod erspielt worden, weil ich den einfach absolut geil finde aktuell. Dann kommen wir hier einmal zum etwas teureren Mod der G36 und zwar basiert dieser auf der G36C. Ihr habt hier an der Stelle halt den Vorteil, dass ihr deutlich besser um Ecken rumkommt, weil die Waffe einfach deutlich kürzer ist, weil sie den kürzeren Lauf nutzt. Allerdings habt ihr dafür dann auch etwas erhöhte Recoil-Werte. An der Stelle müsst ihr euch dann einfach entscheiden, ob ihr sagt, yo, mir ist es auf jeden Fall wert, dass das G36 etwas teurer ist und dafür etwas mehr Recoil hat. Aber dafür habe ich die besseren Chancen im Close Quarter Battle. An der Stelle für die Leute, die neu hier sind, ich bin der Nico Dude Twisted. Schön, dass ihr am Start seid. Ein Like, Kommentar und kostenloses Abo würde mich an der Stelle sehr, sehr supporten. Und sagt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr das G36 aktuell in Escape from Tarkov findet. Nice. Die Rogues sind so safe da, Mann. Big Pipe und Co. sind so safe da. Oder Rishi ist da. Unter 100 Frames of Customs? I don't think so, Mann. Dreierteam, Alter. Geges. Ge-fucking-ge. So, jetzt warten wir erst nochmal ganz kurz. Ein bisschen Audio. Und schauen, was abgeht. Ich meine nämlich immer noch, dass da rechts von mir bei Metal Stairs was ist. Aber dann habe ich den scheinbar über mir gehört. Einfach ein Macher. Einfach Giga-Chat. They will join you in the sun. In time, you will help them accomplish wonders. And let's go.
gesagt, doch ich habe hier was gehört. Ich hab's halt gesagt, Mann. Ich habe gesagt. Kann man ihm auch nicht mehr helfen. Bro, hätte das geklappt, ne? Hätte das hier geklappt, ey, das wäre so wild geworden. Aber gut, er ist halt jetzt vom Skev gestorben. Ist auch okay. Okay, okay, okay. Mir geht's auf jeden Fall jetzt nicht mehr ganz so gut. Oder war ein Smoke-Sound gerade auf dem linken Ohr, Mann? Ich bin mir unsicher. Ich glaube ja. Ich weiß doch nicht genau, an welcher Ebene der ist aktuell. Okay. Habe ich jetzt nicht gerechnet. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da zwei Boys einfach da an der Ecke hängen, so. GG's. Mal schauen, ob da noch einer ist. Ich glaube, als Sherpa sollte man die Leute nicht so fertig machen. Ey, war deren Idee. Das war deren Idee, mich Sherpa zu machen. Oh, schön.